Hi Leute, weiter geht's mit Let's Retro Pokémon, die rote Edition. Heute versuchen wir mal in den Raum im Erdgeschoss. Okay. Ich komme hier gar nicht mehr weiter. Dann springen wir vielleicht doch mal. Springen wir mal hier runter. Na? Ein wildes Smogon. Los, Glurak! Nein, was mache ich denn? Flammenwurf! So, wir springen erstmal hier runter. Jetzt sind wir hier. Ein wildes Vulcano. Los, Glurak. Brüller hat keine Wirkung, das gefällt mir. Bodycheck gegen daneben, das gefällt mir noch besser. So, dann nach oben kommen wir nicht mehr, also gehen wir nach unten. Ich würde mal kämpfen. Donnerschock. Mist, Magnezilo wurde vergiftet. Machen wir mal Ultraschall, vielleicht ist das effektiver. Das geht. Mist, es ist schneller. Sehr gut. Gut gemacht, Magnezilo. Dafür kriegst du auch ein Gegengift. So. Kommen wir denn jetzt da hinten rechts runter? Ich hoffe ja. Ponita! Dagegen kämpft Magnetilo nicht. Zipperblick! Zerschneider! Ja! Mist's zu. In dem Fall machen wir jetzt mal den Schalter im zweiten Stock an. So, dann... nein, was mache ich denn? Magnetilo kämpft nicht. Silberblick. Und Zerschneider. Magnetilo erreicht Level 26, hurra!
So, nochmal Glurak. Gleiches Spiel wie vorhin. Gut so. Glurak erreicht Level 55. Juhu. Und es versucht, Feuerwirbel zu erlernen. Geil. Ich glaube, ich möchte Silberblick vergessen. Richtig toll. Die Attacke Feuerwirbel kenne ich gar nicht mehr. Ich bin gespannt, was die macht. Smogon, du wirst mein Versuchskaninchen. Wobei, Level 30, dagegen kann Magnetic Tilo kämpfen. Donnerschock. Ultraschall. Daneben. Aber jetzt. Du schaffst es, Magnetilo. Komm schon, ein Tackle und fertig ist es. Nein! Vergiftet. Besiegt, ja! So, gleich ein Gegengift. Ein Punita. Los, Glurak, du bist dran. Machen wir Zerschneider. Ein Volltreffer, sehr schön. So, ein versteckter Schalter. Ist da jetzt offen? Wenn da jetzt offen ist, dann gehen wir nach oben, nicht nach unten. Zerschneider. Super. Ja, ist offen. Wir gehen nach oben. Und dann betätigen wir hier diesen Schalter. Und dann springen wir jetzt den anderen Weg nach unten. Feuerwirbel! Daneben. Nochmal. Smogon ist gelähmt. Ah, sehr schön. Das macht es also. Wunderbar. Gefällt mir.
Spring mir hier runter. Wer bist du? Hier hat niemand etwas zu suchen. Forscher möchte kämpfen, besitzt zwei Pokémon und hat einen Elektroball. Los, Glurak! Flammenwurf! Ein Smogmog. Schlammbad könnte wehtun. Es geht. Flammenwurf. Forscher wurde besiegt. Ouch. 1450 Pokédollar erhalten. Entschließe, keine Ahnung, wovon du redest. Hier ist nichts. Versuchen wir es mal hier. Da geht's weiter nach unten. Ponita! Mach mir mal Stärke. Super. Carbon, geil. Das würde keinen Effekt haben. Okay. Auch geil. Heben wir uns das auf. Nichts. 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 Ich glaube, das ist da, wo ich die ganze Zeit rein wollte. Und jetzt ist da auch plötzlich offen. Aber ich möchte nur da nach unten. Das ist ein Forscher. Gehen wir erstmal dorthin. Smogon! Feuerwirbel! Sehr schön! Nein!
Nichts, okay. Tagebuch, 1. September. Mewtwo wird immer stärker. Wir konnten die unkontrollierten Wutausbrüche nicht eindämmen. Wenn ihr findet, TM14. Wo bin ich hier gelandet? Im Pokémon-Haus. Dieb möchte kämpfen, besitzt zwei Pokémon und setzt Vulcano ein. Au, muss natürlich ein Volltreffer sein. Du, Flor. Schlafpuder. Säure. Gleich nochmal. Geschafft. Magnetilo erreicht Level 27, hurra! Ponita als nächstes. Los, Tufla, das schaffst du auch! Schlafpuder. Und Angriff mit Säure. Na komm schon. Geschafft! Ponita wurde besiegt. Dieb wurde ebenfalls besiegt. Autsch! 3060 Pokédollar erhalten. Hier liegt viel zu nützliches Zeug herum. So Leute, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder in der blauen Edition und übermorgen wieder hier in der roten Edition. Ciao!